Ja, ich hab den Schlüssel. Ich hab ihn. Jetzt muss ich nur das hier noch richtig machen. Ich hoffe, die Münzspur stimmt einigermaßen. Okay. Und jetzt kann ich mich hier abstellen und warten, bis mir das hier geöffnet wird. Cool gemacht. Kein Checkpoint. Und der geht in die Richtung weg. Ach, das ist einer mit Fallschirm. Nein, der hätte bestimmt in die andere Richtung gemusst. Ja, natürlich. Aber wenn man sich an der Wand entlang nach unten fallen lässt, dann passt's nicht. Boah, hier ist so viel los. Das ist echt heftig, ey. Okay. Das Ding hätten wir schon mal. Jetzt habe ich halt verpasst, diesen P-Switch einzusammeln, um mir hier ein paar Goodies zu gönnen. Das ist schon nicht gut. Uah. Habe ich jetzt auch keinen Bock, nochmal alles zurückzusetzen, was ja möglich wäre, wenn man durch die Tür geht. Naja. Also, ich will hier etwas vorsichtiger an die Sache rangehen. Und ein bisschen darüber gehen. Boah, ich habe keinen Plan, was ich hier eigentlich mache. Nein! Das mache ich aber jetzt nicht mehr, diesen P-Switch einzusammeln und die Goodies zu holen. Nee, einfach nur nein. Das dauert so ewig und man hat ja noch nicht wirklich mal was davon. Außer unfassbar viel Stress. Also ich will die Bombe da drüben hin haben. Genau da soll sie hin. Jetzt kann ich nicht wirklich was sehen. Ich versuche auf alles Mögliche zu reagieren. Hey, eine 10er-Coin. Dankeschön. Uff. Noch ein Helm. Und was ist hier drin? Eine Feder. Also lohnt es sich tatsächlich, den Schalter umzuswitchen im vorherigen Bereich. Nur jetzt muss ich noch irgendwie Bowser besiegen. Der muss da bestimmt weg. Da drüben sieht so aus, als würde es weitergehen. Naja, egal. Zack. Ich bin mir jetzt nicht wirklich sicher, wie viel Treffer der braucht, um zu sterben. Aber es sind bestimmt einige. Ah, alles abgeräumt. Das war ein Unfall. Er ist down. Ah, jetzt habe ich noch so ein Ding in der Hand. Weg damit. Brauche ich sicher nicht. Mhm. Okay, noch mehr Goodies. Ich lasse das mal stehen. Obwohl, eigentlich kann ich mir auch angucken, was da alles drin versteckt ist. Dann weiß ich es das nächste Mal. Eine Blume könnte man sich auch nehmen. Weiß nicht, ob das von Vorteil ist. Ich muss auf jeden Fall eine Möglichkeit geben, an diesen Schlüssel ranzukommen. Wenn ich das richtig sehe, brauche ich wieder einen Helm. Hm. Es kommt da raus eine Bombe. Der bewegt sich sogar. Das ist aber nachteilig. Nein, was? Wieso? Boah, ist das ätzend. Das kriege ich ja nie hin. Tja, jetzt muss ich das eigentlich... Warte, der steht... Ah, der wäre gut gestanden. Boah. Achso, da drüben kriege ich sowieso einen Supply. Das habe ich jetzt zu spät gesehen. Hm. Oh mein... Bitte lass das die letzte Challenge sein. Ja gut, dann nehme ich mir aber die Blume. Dann kann ich ja Bowser Jr. wenigstens damit noch weiter malträtieren. Okay, das war schon mal ein Treffer. Jetzt lass dich nicht wieder von der Kante schieben. Ha, ich bleib einfach hier stehen. Was hast du jetzt davon? Nee, eigentlich wäre das ganz cool, wenn der sich da wegbewegen könnte. Ja. Die Bombe beschützt ihn. Jetzt habe ich ihn wieder getroffen. So, noch. Nein! Noch einmal. Nein, jetzt habe ich sie verloren. Wie dumm. Komm schon, das reicht, oder? Das reicht. Nein! Ach, das ist
ist ein Rotz, ey. Das ist unglaublich. Natürlich hüpft er in die andere Richtung. Kann die Bombe jetzt ihn nicht vielleicht treffen? Das wäre so nice gewesen. Komm, spring mal. Nein, nicht in die Richtung. Und das hat nicht gereicht. Ja, wenn ich neben der Bombe stehe, dann macht die mich total fertig. Ich warte jetzt nochmal auf so eine geflügelte. Der springt echt immer von der Bombe weg. Hat der so eine einprogrammierte Intelligenz? Muss der jetzt jedes Mal diese Bombe entzünden? Muss der das... Wieso bin ich jetzt runtergefallen? Yes! Diesmal haben die Dinger wenigstens mal ein bisschen mitgearbeitet. Nur wo komme ich jetzt raus? Wow. So viele Goodies. Das ist wahrscheinlich eine Feder? Nein, Knochen-Trockenpanzer. Okay. Nehme ich auch noch. Bin ich ja jetzt fast unverwundbar. Außer halt von der Seite. Da bin ich noch attackierbar. Pfeil. Der nicht wirklich was bedeutet. Oh. Jetzt habe ich aber wirklich alles, was es gibt. Bowser incoming. Den muss ich jetzt auch noch besiegen, oder was? Boah, im Ernst. Das Level hört einfach nicht auf. Ich weiß gar nicht, ob ich eine Stampfattacke auf den drauf machen kann mit der... mit dem Ding hier. Ne, ihr wisst. Ich muss das leider loswerden, weil das hilft mir jetzt überhaupt nicht. Jesus Christ, ey. Das ist so ein Chaos. Wie viele Bomben will der denn noch werfen? No! Was gibt's hier eigentlich noch? Ah, Schalter. Und ein Block. Das ist nett gemeint. Nützt mir nur nicht wirklich. Ups. Pff. Hilfe. Was? Wieso nimmt mir... Was? Also echt, ey. Jetzt, come on. Ich habe keine Ahnung, wie viel Treffer der braucht, ne? Ja, das ist doch einfach viel zu viel Stuff. Was willst du denn hier noch großartig reißen? Das kannst du komplett knicken. Ja, ich... Oh! Okay, ich glaube, ich gebe auf. Das ist jetzt... Der Rest des Levels war okay, aber das ist einfach nur kompletter Bullshit. Ich weiß noch nicht mal, wie mir die Wolke hier behilflich sein soll, um ehrlich zu sein. Und mit dem Helm kann ich die Bombe nicht direkt in ihn reinschleudern. Also nützt mir ehrlich gesagt auch nichts. Und durch den Knochenpanzer, jetzt ist er wenigstens weg, mache ich die Bomben direkt kaputt, ja? Also ist alles läuft gegen mich. No! Außerdem sprengen die hier viel zu schnell den Boden weg. Du kannst ja gar nichts machen. Nimm das Ding doch auf! Oh Gott! Es muss doch eine Möglichkeit geben, den schneller zu besiegen. Weil selbst wenn ich es schaffe, ihn regelmäßig zu treffen, der Boden ist so schnell weggesprengt, da kommst du gar nicht hinterher. Ich krieg nicht mal die Bombe zu fassen. Das ist das Lächerlichste eigentlich von allem. Ja, weil mir der eigene Helm, der stößt sie mir weg. Was für ein Bullshit. No, jetzt kriegt sie auf der anderen Seite und... Ey. Das ist nicht machbar, Herr Nachbar. Egal, was du mir erzählst, dieser Kampf ist nicht zu gewinnen. Was willst du denn hier überhaupt machen? Pff, Moment mal. Oha. Was gibt's hier denn Schönes? Noch mehr Stuff. Will ich nicht. Weiß jetzt nicht. Naja, es ist zumindest ein Anfang. Mein Yoshi wird mir wahrscheinlich sofort abhanden kommen, aber trotzdem. Ja, wie er sich wegduckt. Dieser intelligente Mensch.
Aber das macht natürlich ordentlich Damage. Und irgendwie habe ich sogar das Gefühl, ohne geht's gar nicht. Ja, ohne den roten Yoshi hat man hier doch keine Chance. Ja, seht euch mal an, wie viel Hits der tankt. Geht das jetzt dann irgendwann mal down, das Viech? Ja, danke! Oh, hätte ich irgendwie gar nicht mehr erwartet, dass ich das noch schaffe. Und hier ist das Ziel. Das heißt, dieser Schlüssel, den man mit dem Stachelhelm hätte bekommen können, das war wohl eine Abkürzung nur, wenn man den Stachelhelm aus dem ersten Levelteil bis dahin hingebracht hätte. Boah. Also mit dem Schluss bin ich nicht so ganz einverstanden. 29 Minuten und das ist der Rekord. Das sagt einiges. Dass dieser rote Yoshi da so versteckt war, das hätte man nicht unbedingt machen müssen, weil der wirklich mehr oder weniger Pflicht war, um diesen Kampf gewinnen zu können. Aber trotzdem, ansonsten, echt heftiges und cooles Level. Das mich natürlich jetzt erstmal komplett gerackt hat. Trotzdem mache ich weiter. Es sind ja nur noch 10 Leben. Lange geht die Qual nicht mehr. I like turtles too. Ich mag sie übrigens nicht. Pilze! Ohne Ende. Ist das ein Rätsel? Ja, das soll mir wahrscheinlich zeigen, dass grüne Koopas von Kanten latschen und rote nicht. Könnte also ein Rätsel sein. Plopp. Oh. Das war wohl die falsche Seite. Denk ich mal. Das wollte ich gar nicht. Okay. Versuchen wir hier mal ein bisschen nachzudenken. Also hier komme ich nicht durch. Es sei denn, ich bin klein. Dann frage ich mich aber, wofür die Pilze am Anfang waren. Ich lasse mich jetzt mal halt hier treffen, ne? Was anderes bleibt mir ja nicht wirklich übrig. Oh, oh! Der will am Leben bleiben. Aha. Der aktiviert hier nämlich was. Und zwar die Röhre. Ah, da kommt so ein Ding raus. Okay. Kannst du noch mehr machen? Ja, jetzt nicht mehr. Tut mir leid. Sorry. Dann mache ich es selbst. Da kommt eine Feder raus. Ja, gut. Ich nehme alles, was ich kriegen kann. Immer her damit. Yeah. Was kann ich noch tun? Da drüben diese Röhre öffnen? Ich glaube, das habe ich mir jetzt schon verbaut. Ich muss mal kurz aus diesem Ding... Nein, ich will da kurz raus. Achso, man kann es nicht ablegen, weil man automatisch wieder reinschlüpft. So. Ich brauche irgendwo einen Helm. Einen Helm muss ich noch irgendwo herbekommen. Und dafür hätte wahrscheinlich... der Koopa überleben müssen? Das ist ja merkwürdig. Ich kann es natürlich auch versuchen, selbst hinzukriegen, wenn ich mich da hindurch ducke, aber... Ach so, nee, jetzt habe ich ja kein Cape mehr. Shit. Was kommt denn da raus? Da ist der Helm. Das habe ich jetzt ein bisschen gecheatet. Den Block darf ich nicht aktivieren. Ach so. Aber das Cape kann ich ja zurückbekommen. Das ist ja nicht das Problem. So. Jetzt mache ich das hier. Nee. Oh Gott. Ich will das doch nur ablegen, weil ich es vielleicht für später noch brauche. Kerle. Was für ein Krampf. Wieso kann ich das jetzt nicht öffnen? Easy. Enger wäre es aber auch echt nicht gegangen. Ich bin durch. Ich habe es geschafft. Ich habe das Level gewonnen. Das ist doch hier schon alles völlig kaputt. Ich habe hier doch schon alles völlig zerstört. Keinen Plan. Ich werde jetzt diesen Koopa vorsichtshalber mal nach da oben bringen. Nein, du sollst ihn nach oben werfen. Dankeschön. Kommt da wenigstens einer nach? Wieso ist da eine Röhre, wenn die nicht unendlich da rausspawnen? Toll. Und hier stecke ich jetzt endgültig fest.
Das fühlt sich so falsch an. Und da unten ist ja auch noch ein Notenblock. Der muss dafür irgendwas gut sein. Naja. Das mal kurz weg. Und noch so einen Reservehelm mitnehmen. Dann kann ich den nämlich sofort anschließend aufziehen, sobald ich das hier geöffnet habe. Da ist ein Trampolin drin. Das könnte mir behilfreich sein, wenn ich das da oben in diese Lücke lege und den Cooper dann da reinlaufen lasse, damit er nach oben springt. Das mache ich jetzt einfach mal. Passiert mit dem jetzt irgendwas? Nein! Okay, ich kann ihn noch darum bringen. Jetzt sehe ich halt nichts mehr. Keine Ahnung, was der da oben jetzt veranstaltet. Ah. Okay. Ups. Soll der da runterfallen? Ich hoff's mal. Ein Schlüssel. Das ist gut. Denke ich. Denn mit dem kann ich jetzt diesen Raum hier verlassen. Allerdings muss ich mich auch komplett klein machen dafür. Naja, dann machen wir das mal. Oder kann ich den Knochen-Dingsi trotzdem mitnehmen? Ups. Wieso trifft mich das denn jetzt nicht? Zacko. Den Helm könnte ich auch mitnehmen, glaube ich. Naja, ich will jetzt einfach mal sehen, wo es hinführt. Oh, ich brauche zwei... Oh, ich brauche zwei Schlüssel. Oh, deswegen gab es da auch zwei Blöcke, die man hätte aktivieren können. Wenn ich ihn erst oben rüberlaufen lasse, ist er auch festgesteckt. Ist eigentlich gerade egal. Ich kann ihn nur einmal benutzen. Ich kann ihn nur dazu benutzen, um einen Notenblock zu aktivieren. Warum ist das so kompliziert? Mit anderen Worten, der untere grüne Cooper müsste auch nach oben transportierbar sein. Wie soll ich das bloß machen? Okay, okay. Mal schauen, ob jetzt was anderes passiert. Ja, jetzt läuft er nämlich tatsächlich von selbst da hinten weiter. Das muss ein Teil der Lösung sein. Aber, jetzt läuft er mir dann gleich darunter. Und ich bin nicht schnell genug im Denken. Oh, doch nicht. Naja, jetzt mache ich es wenigstens so, wie es gedacht war. Das ist ja schon mal ein Anfang, oder? Jetzt läuft er dann gleich da noch hoch. Aber steckt er da nicht fest? Ach nee. Ach nee! Jetzt kommt alles zusammen. Ich kann den da hochboppen und gleichzeitig das Trampolin rauslassen. Brauche aber natürlich vorher. Ah Gott, lass mich doch einfach in Ruhe. Das Helmchen. Und jetzt wird's wieder ein bisschen komisch. No! Einfach weg mit dem Scheißding. Boah, jetzt verrecke ich dann hier noch, weil ich da einfach nicht durchkomme. Warte, hier ist ein Donutblock. Bin ich total bescheuert? Ja, bin ich. Sorry. Diese Enge. Der steht nämlich jetzt von alleine wieder auf. Das ist der Trick an dem Ganzen. Der könnte das natürlich auch allein machen. Aber erstmal brauche ich den Helm. Und die Hoffnung, dass der mir jetzt nicht despawnt da oben. Komm, gib her. Er ist noch da. Er ist noch da. Nein! Oh, jetzt habe ich den befreit. Das will ich nicht. Nein. Ups. Okay, wenn ich mich jetzt beeile, dann kann ich es vielleicht noch schaffen. So, der soll mal oben rumlaufen. Und den anderen Typi, den lasse ich dann mal ganz schön gediegen nach unten latschen.
Die epische Reise des Kupio. Yes. Yes, ich habe beide Schlüssel. Man ist ein bisschen größer mit Helm. Habe ich manchmal das Gefühl. Man passt noch schlechter durch Lücken. Okay. Knochen nehme ich mit. Und ich hätte irgendwie überhaupt nichts dagegen, wenn das jetzt das Ziel wäre. War doch kompliziert genug, oder? Please? Nein! Ja, aber okay, das war jetzt gerade das Rätsel mit den grünen Koopas und jetzt fehlen natürlich noch die roten. Hier brauche ich schon wieder einen Helm. Und die Bombe zeigt mir... Ach nee, wenn ich da oben was runterfallen lasse. Oh, so easy? Ist ja fast schon Betrug. Die sprengt jetzt was auf, ja. Ja, den Schritt hätte ich mir sparen können, weil ich mir das andere aus dem Bereich ercheatet habe, sozusagen. Ja. So, kriege ich noch eine... Oh, das ist ja doof. Wieso darf ich das denn nicht sehen? Mach das jetzt noch ein paar Mal. In der Hoffnung, dass das funktioniert. Oh, das war ein ganz schlechtes Timing. Ja, das war das dümmste Timing überhaupt. Dang it. Den brauche ich doch hundertprozentig noch. Man darf retryen, das ist ja nice. Nur kenne ich das Timing nicht, damit er darüber latscht. Der scheint da sehr empfindlich zu sein. Oh, Leute. Was? Das sah komisch aus. Okay, die sind weniger stressig. Und jetzt wird er dann gleich... Schalter nochmal umdrehen. Wieso ist hier ein Z? Ein Z bedeutet doch sonst immer, dass man einen Spinjump machen soll. Hallo, Kupio. So schnell sieht man sich wieder. Ich muss das nochmal umstellen, damit ich ihn runterfallen lassen kann. Wo will er jetzt hin? Ich lass ihn mal fallen. Dafür kriege ich ein Pow. Sonst noch was? Ein zweites Pow. Das ebnet den Weg für diesen unteren Koopa. Der aber wahrscheinlich... Oh nein. Der aber wahrscheinlich nicht der letzte ist. Komm, wir drehen den Schalter noch einmal um. Damit der Kupio-Freund da runterläuft. Kann der das? Der kann das. Ja, das ist klar, dass jetzt so langsam die Zeit anfängt runterzulaufen. Was willst du auch machen? Ich habe keinen Plan, was der hier eigentlich von mir will. Oh, no! Das war dumm. Das war dumm. Ich hätte einfach nur hier aufmachen müssen und den anderen Block ohne Helm aktivieren. Schätze ich mal. Aber es ist halt auch noch nicht vorbei dann anschließend. Ich schaff das nicht. Ich schaff das nicht. Also so wird das gemacht. Aber wie komme ich hier hoch? Mit der Hilfe des einen Koopas? Und der andere läuft oben über die Fließbänder. Das lässt sich aber auch nicht cheaten oder so, oder? Das wäre schon irgendwie geil. No! Wie lang kann man das denn bitte machen? Ja, genau. Als ob. Und ich selber komme hier nicht durch.
Das heißt, ich muss das mit den Koopas machen. Boah, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch 7 Leben lang daran rätseln will. Es ist ja einfach nur übertrieben bis ins Maßlose. Einer reicht. Jetzt wäre es halt ganz cool, wenn die nicht wieder zusammenstoßen, damit die beide mal da in einem Raum stehen. Ja. Okay. Okay. Jetzt muss ich denen das hier kurz aufmachen. Das hier muss ich ihnen noch machen. Ach so. Falsch rum. Das muss darüber. Jetzt muss ich aber aufpassen, dass die mir nicht despawnen. Wie ekelhaft. Bitte despawnen mir nicht, Junge. Und er ist weg. Es war eigentlich klar, ne? Es war eigentlich klar. Natürlich despawnt der. Ich muss die irgendwie gleichzeitig darüber kriegen. Boah, was für eine Höllenfahrt. Was für eine Höllenfahrt ist dieses Level denn bitte? So. Das ist also clever ohne Ende ist das ja schon. Das muss man sagen. Und hier bräuchte es jetzt aber noch ein Trampolin. Sonst latscht mir der ins Loch rein und das war's. Ha, wie mache ich das denn am geschicktesten? Ich werf das jetzt einfach mal dahin und lass es reinfahren. Genau. Ich mache das jetzt einfach mal für einen, ja, damit ich da ein Gefühl für bekomme, was ich später überhaupt noch anders machen muss. Damit der andere Koopa nach da oben läuft. Was ja schwierig wird, wenn ich beide gleichzeitig hier hinbringen muss. Boah. Ah, hier ist dann der Scheideweg. Aha. Und das ist Schlüssel Nummer 1. Fies halt. Ich darf nicht beide auf die untere Ebene bringen, sonst bleiben sie stecken, wie der jetzt. Ich glaube, die despawnen mir. Die Trampoline, die sind mir nämlich letztes Mal schon despawned und es gibt keine Möglichkeit, die zurückzuholen. Deswegen kann ich das so nicht machen. Ach so, und das Pau ist ebenfalls despawned. Wow. Wow. Was? Nein, wieso läuft er jetzt hier weg? Du Mother! Oh mein Gott, er kommt zurück! Warum? Warum kommt er zurück? Macht er mir eine Panik hier? Schnell durch. Thank you.
Shit, ich glaube, ich habe das Trampolin weggeschenkt. Und das hätte ich noch gebraucht. Ja, das darf ich nicht da hinten reinwerfen. Es ist alles schon wieder im Eimer. Oh, ich hab's! Ich hab's nochmal. Eine letzte Chance kriege ich. Wäre schon ganz cool, wenn ich die jetzt ein bisschen zeitverzögert da hinkriege, ne? Erstmal nur einen. Ja gut. Das hat jetzt nicht so wunderbar funktioniert. Okay, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Nein, wieso kommt der jetzt wieder mit nach unten? Naja, nicht so schlimm. Ich hoffe, diesmal passt's. Ja. Schlüssel Nummer 1 ist mein. Und der andere, der nimmt jetzt einfach den anderen Weg. Oh, ich hab's. Puh, war das anstrengend. Dankeschön. Wenn's das nicht war, dann weiß ich auch nicht. Dann kommt das Level direkt aus der Hölle. Ups. So, kommt man da durch. Mhm. Und weil es so schön war, treffe ich das Ziel nicht. Ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Ich fühle mich, als hätte ich gerade einen Marathon gelaufen. Wow. Aber das ist auf jeden Fall ein Herz wert, weil, ja, das war super clever gemacht. Leider ein bisschen gescheitert an den Restriktionen des Spiels an sich, ja, dass die ganzen Sachen despawnen und so. Gleichzeitig natürlich guter Cheese-Proof, also dass man nicht bescheißen konnte. Okay. Ich glaube, das ist bisher der härteste Endlos-Run, den ich gemacht habe. Das erste Level war ein Mega-Kaizo-Level, jetzt so ein brutales Rätsel. Ich bin gespannt, was das dritte Level bieten wird. Caved in. In einer Höhle eingeschlossen oder so. In der Art, ungefähr. Vielleicht bin ich jetzt schon ein bisschen zu müde. Kann sein. Ich glaube, meine Hände wollen den Tod provozieren. Sie wollen, dass ich sterbe, dass ich endlich aufgebe. Aha. Ja, bisschen jumpen. Halb so wild. Jetzt müsste ich was sehen können. Wow. Wow. Das wird ein geiler Sprung. Mhm. Caved in voller Spikes. Da unten ist ein Swamp. Vielleicht, wenn man da reinspringt, dann wird man gerackt. So stelle ich mir das zumindest vor. Wow, jetzt muss ich da reinspringen. Das schaffe ich nie wieder. Und was ist das denn für ein Sprung? Jetzt will er es aber echt wissen. What? Und das an so einem ekelhaften Spike vorbei. Das musst du erstmal hinkriegen. Aha. Hier brauche ich ein bisschen mehr Schwung. Juhu! Und jetzt noch ein Damage Boost. Wenigstens ein Checkpoint. Können wir uns darauf einigen? Oh yes! Tatsache. Okay. Wie kann ich das überleben? Hä? Das... Ich kann da doch nicht... Einfach drüber, naja, doch. Was ist das für ein komischer Aufbau? Total irreführend. Dang, ich hätte da oben drüber springen sollen. Komm, wir machen hier ein YOLO. Das Level kann mich. No! Kriege ich das hin, hier drin in der Mitte zu überleben? Ah, das fällt da runter! No! Dang it! Das sieht ja schon fast danach aus, als wäre das Absicht, dass man hier abkürzt. Ach, das war jetzt halt auch nicht das Cleverste, ne?
Komm, wir gucken mal, was da unten ist. Nix, eine weitere Schlange und die zwei Schlüsselmünzen, die ich unbedingt brauche, wahrscheinlich am Ende. Das ist tatsächlich eine Falle. Das ist tatsächlich eine Falle. Wie ekelhaft ist das denn? Und jetzt kommt hier auch noch ein Swamp runter und an die Münzen komme ich gar nicht ran. Ja, total in den Troll-Level gewandelt hat sich das jetzt. Wieso? Ich fand den ersten Abschnitt eigentlich noch total in Ordnung. Und jetzt hat sich das komplett in Bullshit verwandelt. Okay, so muss es enden. Interessant war es trotzdem. Und wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Bis dahin, euer Banzai-Chuck.